So, wir machen nun weiter mit der Vorlesung 10 von Samuel Widmer-Nicolet, die Wahrheit. Die ist manchmal ein bisschen unbequem, manchmal vielleicht ein bisschen anstößig, aber ich finde, sie passt ideal in die heutige Zeit. Und zu gewissen Anlässen werde ich etwas ergänzen, damit es so auch von mir einen kleinen Beitrag noch gibt. Und jetzt werde ich vor allem einen Text noch von Friedrich Nietzsche vorlesen, der steht auch in dem Buch, der ist aber in Altdeutsch abgedruckt. Ich hoffe, ich kann den gut vorlesen. Und ansonsten einfach fragen. Und nachher geht es dann wieder normal weiter mit der Wahrheit. Viel Spaß! Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Das allgemeine Zeichen der modernen Zeit. Der Mensch hat seinen eigenen Augen unglaublich an Würde eingebüßt. Lange als Mittelpunkt und Tragödienheld des Daseins überhaupt, dann wenigstens bemüht, sich als verwandt mit den entscheidenden und an sich wertvollen Seite des Daseins zu beweisen, wie es alle Metaphysische tun, die die Würde des Menschen festhalten wollen, mit ihrem Glauben, dass die moralischen Werte kardinale Werte sind. Wer Gott fahren ließ, hält umso strenger am Glauben an die Moral fest. Jede rein moralische Wertschätzung, wie zum Beispiel die buddhistische, endet mit Nihilismus. Dies für Europa zu erwarten. Man glaubt mit einem Moralismus ohne religiösen Hintergrund. Ausgenommen aber damit ist der Weg zum Nihilismus notwendig. In der Religion fehlt der Zwang, uns als wertschätzend zu betrachten. Also sprach Zarathustra, der Wille zur Macht, 1885. Hola, das hatte ziemlich viel Wahrheit und prophetische Aussage, wenn man das so bedenkt, was danach alles so auf die Welt zukam. Heftig. Nachdem ich mir mit 16 Jahren das Gesamtwerk Nietzsches trotz der Einwände des Bibliothekars der Zentralbibliothek Solothurn als Heiligtum angeschafft und verschlungen hatte, schrieb ich ein Notizbuch voll mit ähnlich gewaltigen Worten. Leider ist das alles, genauso wie meine frühen Gedichte, dem Unverstand späterer Freundinnen zum Opfer gefallen, die offenbar den Wert solch jugendlicher Ergüsse als relativ und damit irrelevant einschätzen und meine Notizen entsorgten. Oje. Nietzsche als krankhaft, obernarzisstisch würde man ihn heute wohl beurteilen, hielt den Zarathustra selbst für das höchste aller Bücher, das es je gab und geben wird, und sich selbst natürlich für den weisesten der Philosophen, der sich darum jeder Vereinnahmung widersetzen durfte. In seinem Wahrheitsdrang überwarf er sich im Laufe seines Lebens mehr oder weniger mit allen, die ihm wohlgesonnen waren. Als einsamer Wolf geißelte er die moralischen Vorurteile der christlichen Sklavenmoral, verwirft jeden Dogmatismus und jeden Glauben und setzt dem Jenseitsglauben eine konsequente Bejahung des Diesseits entgegen. Er schreibt als freier Geist für Freigeister und vor allem er spricht über die Wahrheit. Vielleicht, wie wir sehen werden, spricht er gar die Wahrheit. Schon mit 30 schreibt er einen ersten Aufsatz über Wahrheit und Lüge. Sein späteres Leben durchzog wie das von Zarathustra eine riesige Einsamkeit, die er letztlich weder auflösen noch aushalten konnte. An dieser ist er zerbrochen. Er sucht das Leben nach dem Tod als sich aller Sicherheiten, die ewige Wiederkehr desgleichen, ohne die Grenzen dieser Welt überschreiten zu können, erlebt er als übermenschliche Herausforderung. Ich will das Leben nicht wieder, tut er kund, denn nur schaffend hat er es ertragen. Das Leben zu bejahen, hieße für ihn beziehungsweise für Zarathustra zu le so zu leben, dass es wiederkehren kann, dass es eine Freude sein könnte, wenn es sich wiederholen sollte. Das ist die ethische Folgerung, die sich logischerweise daraus ergibt. Dass er an der Unendlichkeit scheitern könnte, fürchtete Nietzsche, könnte man ihm dereinst nachsagen. Wir wissen ja, wie es weitergeht. Und ich sage auch, ich meine, das Rad, also die ewigen Wiederholungen und so und die ewigen wiederkehrenden gleichen Beziehungen und so, die sind schon etwas, die sich da bemerkbar machen. Darum ist es ja meiner Meinung nach, und das ist meine persönliche Meinung,
das Allerwichtigste, überall möglichst Aussöhnung herbeizuschaffen. Dass man möglichst überhaupt keine Feinde hat. Dass man einfach nicht scheinheilig, aber ehrlich und direkt alles dafür tut, dass es möglichst eine Aussöhnung gibt. Und nur jene, die absolut nicht wollen und absolut immer nur Krieg wollen und so, nachher irgendwie ausfindig macht und sie dann irgendwie ja, kontrolliert oder festhält oder was auch immer, damit die normalen oder die freien Menschen oder die freien Wesen, sagen wir es so, Frieden und Liebe haben können. Weil warum soll eine Mehrheit darunter leiden, weil eine kleine Minderheit ständig Streit will? Ist doch nicht gerecht, oder? Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, in jedem Moment, wo man lebt, immer dafür zu sein, als sei es irgendwie der Letzte und als sei es so, dass man im nächsten Leben sich in wechselnden Positionen begegnen könnte. Also das heißt, wenn der eine die Macht in diesem Leben hat, kann es sein, dass der andere im nächsten Leben dann die Macht über ihn hat. Außer man schafft es, eine Aussöhnung zu machen und dann trifft man sich eben auf gleicher Ebene wieder, was ja eigentlich das Schönste wäre. Aber eben, das kann man natürlich nicht beweisen. Der Ausspruch, Gott ist tot und seine Trauer darüber haben ihn berühmt gemacht. Der Verlogenheit der Religion und all ihrer Vertreter hält er als Gottloser seine Redlichkeit entgegen. Götter und Religionen begreift er als geschichtliche und menschliche Veranstaltungen. Keine Religion hat je eine Wahrheit enthalten, weiß er und hat zweifellos Recht damit, denn die Menschen haben Gott geschaffen. Sogar unseren Glauben an die Wissenschaft entlarvte als immer noch metaphysischen Glauben. Bin ich etwas anderer Meinung, auch Tiere haben ihre Götter, auch Tiere haben ihren Gott. Also es ist schon nicht nur so, dass die Menschen einen Gott nur haben. Es sind alle Lebewesen haben den Drang und die tiefere Suche nach der letztendlichen Wahrheit. Und es betrifft nicht nur den Menschen, was sich auch wiederum nicht beweisen lässt, aber es ist so. Nietzsche verstand sein Zarathustra als Musik. Wenn ich ihn so lese, wenn ich ihn höre wie ein Lied, kann ich ihn verstehen, denn er singt von der neuen Geschichte, vom noch Unbekannten und vielleicht Unfassbaren. Die Kommentare seiner Interpreten hingegen geben mir oft das Gefühl, sie könnten möglicherweise auch keine Ahnung davon haben, was Nietzsche eigentlich sagen wollte. Vielleicht verehren sie ihn lediglich, weil er sie etabliert hat und man ihn kennen muss, so wie Jesus, wenn er wiederkäme, von denen, die ihn heute vertreten, bestimmt abgelehnt würde in seiner Wahrhaftigkeit, scheint mir. Kann sich auch Nietzsche in der Schublade der Philosophen mit seiner Redlichkeit nur halten, weil er unerklärlicher, wenn nicht peinlicherweise, da mal hineingeraten ist. Zarathustra Nietzsche ist gegen nichts. Er versteht sich als Gegenentwurf. Als große Alternative stellt er alles Bisherige komplett in Frage. Er tut Nein, wie auch für den Krieger, ist das Nichttun sein Credo. Alles verneint er, was bisher bejaht wurde, und bleibt darin trotzdem der Ja-Sagende, genauso wie es ihm ein paar Jahrzehnte später Krishnamurti in noch viel vollkommener Form nachgelebt hat. In der Welt sein, neu und unschuldig wie ein Säugling, nennen wir das. Und gleichzeitig in der Ablehnung von fast allem, was Menschen je hervorgebracht haben. Nietzsches Kritik vernichtet nicht, er überwindet den Ekel vor den Machenschaften der Menschen in einer neuen Gerechtigkeit und findet zum ungeheuren, unbegrenzten Ja und Amen sagen, zum völligen Einverstandensein, ohne jeden Einwand gegen das Leben. Genau wie wir, wie die Krieger, will er solches nämlich ohne jede Reaktion ein stilles Gewahrsein sein, erreichen durch Schmerz und Verwandlung, durch Transformation, welche die Einheit des Schaffenden, Liebenden, Vernichtenden hervorbringt. Denn es braucht die Dynamik von Schaffen und Vernichten, um das Neue zu bewirken. Zarathustra Nietzsche hat keine Wahrheit für potenzielle Anhänger, an die sie glauben könnten. Im Gegenteil will er, dass sie ihre individuelle Perspektive suchen. Zugunsten eines eigenen Entwurfs ist Lehre und Lehrer zu verleugnen, der Buddha zu töten, den du unterwegs triffst. Eine universelle Wahrheit im Sinne des einzigen Heilwegs weist er als Illusion zurück. Den Weg nämlich, den gibt es nicht, sagt er.
Nietzsche, Zarathustra macht ein trostloser Welt so müde und schwermütig, dass er sich Illusion als Trost und Heilmittel zwar wünscht und geneigt ist, Wahrheit als dem Leben schädlich zu verwerfen, aber Zarathustra ringt sich trotzdem durch zum Wahrhaftigen. Er versteht sich als freien Geist. Er geht in die Wüste, denn in der Wüste wohnten von je die Wahrhaftigen, die freien Geister, als die Wüsteherren. In ihm als Denker kämpfen der Trieb zur Wahrheit und der lebenserhaltende Irrtümer miteinander. Darin wird getestet, wie viel Wahrheit das Leben verträgt. Gute Frage übrigens. Wie viel Wahrheit verträgt das Leben eigentlich? Verträgt es denn auch die ganze Wahrheit? Verträgt es auch die ganze Wahrheit? Das ist eine gute Frage. Zarathustra stellt als freier Geist alle Sicherheiten, alle für allgemein wahr und verbindlich gehaltene Perspektiven in Frage und muss damit Verfolgung rechnen. Er distanziert sich von allem, von den berühmten Weisen genauso wie von den Gewissenhaften des Geistes, von den Reinerkennenden nicht weniger als von den Büßern des Geistes. Sogar sein eigener Schatten steht im Kontrast mit seiner Wahrhaftigkeit. Denn die berühmten Weisen bestätigen allgemeine Verbindlichkeiten und Wahrheitslehren, statt Sicherheiten in Frage zu stellen. Sie gehören also zu den im Duden unter 1b beschriebenen Philosophen, welche gerne Denkmethoden als Sicherheitsgebäude begründen. Zarathustra zieht die wilde Weisheit derjenigen der berühmten Weisen deshalb vor. Diese bestätigt nicht Sicherheiten und Verbindlichkeiten, sondern ermutigt zur Verunsicherung und Entdeckung neuer Perspektiven. Er will also ein 1a-Philosoph gemäß Duden bleiben, jemand, der nach dem letzten Sinn fragt. Der Gewissenhafte des Geistes kennt zwar den prüfenden und die fragestellenden Geist dieses ursprünglichen Philosophentums, sucht aber aus Furcht vor dem Ungewissen Sicherheit, indem er allem auf den Grund gehen will, und kann deshalb vor der Wahrhaftigkeit Zarathustras auch nicht bestehen. Kant würde sagen, dass sein Motiv nicht lauter sei. Aus dem Hause der Gelehrten hingegen ist Nietzsche schon lange ausgezogen, denn sie wollen nichts davon hören, dass einer über ihren Köpfen wandelt. Das Tabu zu erkennen, dass man tiefer gründet als andere, auf das ich an anderer Stelle eingegangen bin. Hier nämlich und den Versuch der Reinerkennenden, die Untersuchungsgegenstände mit dem Blick eines Unbeteiligten zu sehen, tut er definitiv als Selbsttäuschung ab. Seine Perspektive ist die einer Arbeit an der möglichen Selbstverkommnung des Lebens. Der Mensch soll weiter gezüchtet werden zum Übermenschen. Deshalb kann er sich auch nicht mit den Büßern des Geistes verbinden, der mit seiner intellektuellen Redlichkeit sich selbst gegenüber an seiner Selbsterkenntnis erfriert. Nicht einmal seinen Schatten, der vor der Infragestellung aller Werte und Verbindlichkeiten in die Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit abrutschen könnte, kann Zarathustra als wahrhaftig anerkennen. Hier haben wir sie wieder, die Verherrlichung der Relativität. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, die auch Nietzsche als unwahr verwerfen muss. Nietzsches Werk, also sprach Zarathustra, ist so etwas wie der erste Gesang auf die Vision einer neuen Geschichte. Die Vision des neuen Menschen. Aber wie noch vielen wahrhaftigen Philosophen nach ihm, Bhagwan Osho zum Beispiel oder Wilhelm Reich, gelingt es Nietzsche in einer verlogenen Welt noch nicht, über die Verzweiflung hinauszuwachsen. Er zerbricht am Turm der Gedanken, den er noch nicht verlassen kann, um sich der Unendlichkeit zu stellen, statt an ihr zu scheitern. Heute haben wir es möglicherweise schon leichter, neue Gesänge anzustimmen. Wir sind der Vision, für die Nietzsche sich als erster aufmachte, schon etwas näher gekommen. Sie zeigt sich schon konkreter, wenn wir an die Bücher von Doom und Rademacher denken, konkreter vor allem auch bezüglich Diesseitigkeit, die wir im Gemeinschaftsgedanken vehement vertreten. Die Wahrhaftigen sind für Nietzsche die wahrhaft Adligen, diejenigen, die in götterloser Wüste das zerbrochene, verehrende Herz aushalten können, welche das Leben
unter den möglichen Perspektiven der ewigen Wiederkunft desgleichen trotzdem zu bejahen wissen. Zarathustra, Nietzsche, findet sich im Wahrsager, im Tänzer und Lachenden, der als ein das Schwerste von Schicksal und ein Verhängnis von Aufgabe tragender Geist trotzdem der leichteste und jenseitigste sein kann. Er versteht sich als Entdecker, Versucher, Experimentator, auch wenn er darin noch ein unzeitgemäßer bleiben muss. Als Wahrhaftiger ist er ein Seher, ein Wollender, ein Schaffender, ein Zukunft selber und eine Brücke zur Zukunft. Und ach, gleichsam noch ein Krüppel an dieser Brücke. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, was überwunden werden muss. Das ist die Wahrheit Nietzsches. Es ist auch die Wahrheit jedes Kriegergeistes. Es ist die Wahrheit überhaupt, die auch schon Kant mit seinem kategorischen Sittengesetz verstanden hat. Der Menschheit bleibt als Alternativen heute mehr denn je, wie es uns auch Rademacher aufgezeigt hat, nur noch der Übermensch oder der letzte Mensch. Sie wird sich für das eine oder andere entscheiden. Also entweder Übermensch oder letzter Mensch. Übermensch wäre eine weiterentwickelte Form des Menschen und der letzte Mensch vermutlich einfach die letzte Generation eines Entwicklungsstandes. Ich würde persönlich sagen, obwohl, na, ich erhalte mich da mal raus. Aber Übermensch finde ich interessanter, weil das klingt so nach einer Weiterentwicklung des Menschseins. Ja, der letzte Mensch wäre ja dann eigentlich einfach die letzte Generation von Menschen. Es wird dann irgendwann Stillstand geben, währenddem es beim Übermenschen quasi eine ewige Weiterentwicklung gäbe, weil man sich immer weiterentwickeln kann. Man das Menschsein überwunden hat und quasi trotzdem noch Mensch ist, eine weiterentwickelte Form als Mensch einfach. Und immer noch, heute ist die Menschheit mehrheitlich unterwegs zum letzten Menschen und nicht etwa zum Übermenschen. Zum letzten Menschen, dem schließlich gar keine Alternative bleiben wird, der zwar am längsten lebt, aber sich selbst zerstört, weil er für Unterhaltung und risikolosen Genuss leben will. Nietzsche Zarathustra scheitert am letzten Menschen, denn keine Lehre vom Übermenschen kann an Autonomie, eigenen Perspektive und Sinngebung ersetzen. Keine Predigt wird Selbstverständlichkeit bewirken, im letzten Menschen und diesen damit zum Übermenschen machen. Nietzsche sieht für die Zukunft zwei Bewegungen. Die eine, unvermeidliche, die Nivellierung der Menschheit, welche den letzten Menschen schafft, die andere als neue Art des Menschen neben der ersten und nicht etwa als ihr Herrschaft vorsetzt, sondern als Gegensatz, als überhaupt nicht gleiche, als Übermächtige. Er spricht vom Übermenschen, vom Krieger. Für Nietzsche ist der Übermensch kein Herrenmensch, sondern ein Krieger, der sich wie die epikurischen Götter nicht um die anderen Bewegungen kümmert. Der Übermensch ist vollkommen in seiner Macht, in seiner Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, in Autonomie und Autarkie, mit einem Wort ein Krieger. Er ist der Sinn der Erde, denn in denen, die sich selbst befehlen und sich damit immer wieder selbst riskieren, lässt der Wille zur Macht erstmals Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu. Seine Dynamik entfaltet sich in einem einzelnen Wesen, das sich selbst befiehlt und gehorcht und damit darin autonom und autark ist. Und so gesehen erweist sich die Dynamik des Willens zur Macht als Selbstüberwindung. Wie der Krieger schafft sich der Übermensch selbst als neuer Mensch durch die Überwindung des gewöhnlichen Selbst. Mit dem Zarathustra hat Nietzsche alle philosophischen Systeme überwunden. Er ist zurückgekehrt zur wirklichen Philosophie, zur Wahrheitsliebe, die gemäß Duden eins forschendes Fragen und Streben nach Erkenntnis des letzten Sinnes ist und hat die Art der Philosophie, welche der Duden unter zwei als Wissenschaft von den verschiedenen philosophischen Systemen und Denkgebäuden bezeichnet, hinter sich gelassen. Übermensch ist, sagt Nietzsche, wer den großen Ekel als Lachender überwindet und deshalb das größte Schwergewicht, den Gedanken der ewigen Wiederkunft desgleichen erträgt. Die Herausforderungen eines Lebens, sagen wir, besteht darin, alles zu sehen und zu tragen, was Menschen einander antun und angetan haben, und trotzdem der glücklichste von allen zu sein.
Daran sind Nietzsche und viele, die sich nach ihm aufgemacht haben, den Übermenschen, den Krieger zu verwirklichen, noch gescheitert, an der Einsamkeit, die er noch nicht zu integrieren wusste. Ist heute die Zeit, dass sich dieser neue Typus durchsetzen beginnt, das neue Genom dazu genügend ausgebildet ist? Werden wir es fertigbringen oder stehen wir noch immer da, wo wir daran verzweifeln müssen, dass wir alles, was Menschen tun, in Frage stellen müssen, alle zeitgenössischen moralischen Bewertungen und gesellschaftlichen Verpflichtungen, den Staat als Ersatzreligion nach dem Tode Gottes, müssen wir uns noch immer begnügen mit der Ermutigung bezüglich des Vertrauens in die eigenen Bedürfnisse und Leidenschaften, auch die des Leibes, bezüglich des Mutes zum Risiko, gar des Mutes zum eigenen Untergang, sich selbst zu sein? Dem Krieger ist alles, was Menschen tun, nur Verrücktheit. Er wendet sich deshalb dem zu, was die Welt ist, ihrem magischen Geheimnis, und nicht den Handlungen der Menschen. Letzterer lässt er, wie die epikurischen Götter, einfach stehen und kümmert sich nicht um sie. Als anderer Art, als neuer Mensch, als Homo Oxonomicus Cooperativus, wie ihn Rademacher benennt, lebt er neben dem letzten Menschen, dem Homo sapiens oder Homo Oeconomicus, bis dieser ausgestorben ist. Er bleibt der Erde treu und überwindet sich selbst, sein Selbst. Er schafft im Sinn des Setzens neue Werte, im Sinn des Brechens alter Verpflichtungen. Er findet eine individuelle Perspektive fern vom Geschmack eines breiten Publikums als Vorbedingung eines solchen Schaffens. Bleibt ihm darin noch immer nur die Einsamkeit, die Vereinsamung als Konsequenz? Oder ist das Neue in unserer Zeit schon möglich geworden? Ist das die Wahrheit? Ist die Zeit reif, all die noch unentdeckten Lebensmöglichkeiten und Perspektiven zu befreien, deren Entdeckungen den Übermenschen auch in Gemeinschaft mit anderen möglich machen wird? Muss man sich noch fürchten vor den Abtrünnigen, den Verrätern, oder haben wir diese Zeit bald hinter uns? Werden wir die letzte Sünde, das Mitleid hinter uns lassen, wie es dem Krieger geziemt? Dafür Mitgefühl? Ja, bei Nietzsche finde ich etwas von der wilden Wahrheit, von der ursprünglichen Liebe zur Wahrheit, welche ein forschendes Fragen und Streben nach Erkenntnis des letzten Sinnes ist. Und nicht nur eine Liebe zu den philosophischen Systemen und Denkgebäuden, die einem im Turm des Denkens Gefangenen Sicherheit geben sollen. Auch wenn Nietzsche vielleicht einfach als Kind seiner Zeit noch scheitern musste am Versuch, aus diesem Turm definitiv auszubrechen, können mich seine poetischen und kraftvollen Worte immer noch mitreißen, wie mit 16 Jahren. Einiges ist auch bei diesem Exkurs wieder klarer geworden, deutlicher. Trotzdem sucht mein Geist noch weiter. Die Frage nach der letzten Wahrheit ist noch nicht beantwortet. Zu sehr bleiben Nietzsches Gedanken in ihrer Radikalität einsame Experimente. Sie sind die Gedanken eines Einsamen. Seine Äußerungen bleiben Denkversuche. Sie sind die erste einsame Fassung und hoffentlich nicht die letzte eines neuen Liedes, das die Menschen irgendwann zusammen singen werden. Suchen wir also gemeinsam weiter. Im Absoluten ist das Relative enthalten.